Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man in Minecraft ein PIN-Code-System baut. Dass wir quasi eine Tür haben, wir haben dann verschiedene Knöpfe und man muss die Knöpfe in einer richtigen Reihenfolge drücken und dann öffnet sich die Tür. Ich habe dafür ein System entwickelt, ein System, das eine bis zu achtstellige Reihenfolge euch ermöglicht. Das heißt, das System ist variabel. Also könnt ihr das System für eure Bedürfnisse anpassen. Angenommen, ihr habt nur 3 Knöpfe und ihr wollt euch keinen 8-stelligen Code merken, kann euer Code auch 4-stellig sein. Oder ihr habt 100 Knöpfe, dann könnt ihr einen bis zu 8-stelligen Code quasi bei diesem System einpacken. Ich werde heute das System mit euch bauen mit 5 Knöpfen. Wie gesagt, ihr könnt die Menge der Knöpfe variieren und dieses System kann einen bis zu 8-stelligen Code sich merken. Das ist allerdings das Maximum, das heißt, wenn ihr ein System bauen wollt mit über 8-stelligen Code, das heißt 8 verschiedene Knöpfe, die man drücken muss, bis die Tür aufgeht, dann solltet ihr euch vielleicht ein anderes Tutorial suchen. Aber ich denke mal, bei 5 verschiedenen Knöpfen und einem 8-stelligen Code ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, per Brute Force, also durchprobieren, den Code jemals zu erraten. Versucht's gerne, Leute, ihr werdet im Leben nicht froh. Wir beginnen als allererstes und ich möchte euch heute in diesem Tutorial nicht nur zeigen, wie es geht, das machen ja viele YouTuber, die bauen einfach die Schaltung und so, baut sie ab, merkt es euch einfach. Nein, Leute, davon habt ihr ja nichts. Deshalb möchte ich euch gerne erklären, wie sie funktioniert. Ich werde sie euch erst zeigen, wie man sie baut und anschließend erkläre ich euch die Technik, dass jeder, selbst wenn du ein Redstone-Noob bist, von euch das Ganze versteht. So, wir haben also hier unsere Knöpfe. Als erstes lassen wir ein bisschen Platz für Technik, die später kommt. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lassen wir so 10 Blöcke, Leute. Also es ist egal, am besten so zwischen 7 und 10. Ihr könnt das natürlich auch enger und kompakter bauen. Aber wenn ihr mit Redstone baut, lasst euch lieber ein bisschen mehr Platz. Dann versteht ihr nämlich auch später die Sachen etwas leichter, was ihr getan habt oder so oder so oder so. Also wir haben jetzt hier 5 Blöcke hingebaut. Die spiegeln quasi unsere Knöpfe von da vorne. Und ja, wie gesagt, hier sind die Knöpfe, da vorne haben wir 5 Blöcke gebaut und jetzt nehmen wir mal ein bisschen Platz zur Seite. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 und hier packen wir eine Redstone-Leitung hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke ist die Leitung lang. Da wird aber später Redstone drauf kommen und jetzt packen wir Narben dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann haben wir hier Verstärker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wir haben die Redstone-Leitung. Und jetzt erklärt sich auch, warum das System bis zu 8 Digits speichern kann, und zwar weil eine Redstone-Leitung genau 15 Blöcke weit fließt. Jeder dieser Verstärker steht quasi für einen gemerkten Teil des Codes, Also dieser Verstärker hier steht für den ersten Teil des Codes, dieser Verstärker steht für den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, bla bla bla. Das Schöne bei dem System ist, es ist variabel, das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt aber keinen 8-stelligen Code, dann ist es nicht schlimm. Ich werde euch gleich zeigen, wie ihr dann dieses Ding modifiziert. Baut es aber erstmal mit der Option, 8 verschiedene Möglichkeiten zu haben und ihr könnt das System danach euch anpassen. Und ich erkläre euch auch gleich, wie man den Code programmiert. Es ist wirklich nicht schwer. Es ist so einfach, ihr werdet lachen. Okay, genau. Ihr seht, mehr Code können wir nicht machen, weil halt Strom nicht länger fließt und wir können hier keinen Verstärker reinpacken, weil dann die gesamte Schaltung nicht mehr funktionieren würde. Einfach nur mal ganz kurz als Hinterkopf, deshalb 8 verschiedene Sachen. Gut, wir setzen als erstes hier einen Block hin und setzen auf die Redstone-Leitung nochmal Blöcke, um anschließend eine weitere Leitung zu bauen. Wir lassen dabei allerdings den letzten Verstärker aus. Dann sieht das Ganze so aus. Als nächstes bauen wir auch hier oben wieder Narben hin auf 7 von den 8 Verstärkern, die da unten sind. Dann sieht das Ganze so aus. Wenn euch das so schnell geht, haltet das Video gerne an oder verlangsamt es oder beschleunigt es. Dann habt ihr die Möglichkeit, das in Ruhe nachzubauen. Okay, wir gehen mal so entlang, so entlang, so entlang. Packen hier 7 Kolben, allerdings schleimige Kolben hin. Packen vor die Kolben einmal einen soliden Block. Am besten ihr baut das Ganze aus Stein, Cobblestone oder irgendeinem schwere Material, also nicht Glas oder Glowstone oder so, da könnte es eventuell Konflikte geben. Dann packen wir hier einmal einen Block hin, setzen darauf Redstone und achte darauf, dass Redstone nicht in der Dot-Form ist, sondern in dieser Kreuzform ist. Das ist super wichtig, in dieser Plus-Form. So, dann packen wir hier Blöcke hin. Okay, so und jetzt legen wir hier unsere Leitung in den Boden und jetzt wird es interessant, Leute, denn wir müssen nun für jeden Knopf eine Leitung hier ziehen. Und zwar sollte diese Leitung 15 Blöcke lang sein und sollte hier hinten ein Ende rauskommen. Wir setzen auf dieser Position, wo der Anfang ist, da setzen wir als erstes, am besten mit einem anderen Material, hier Blöcke hin, dahin, 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 also da quasi, wo der erste Kolben ist. Ihr habt jetzt hier dieses L gebaut, dann backt ihr hier Blöcke hin. Und dahinter, ich mache das jetzt mal mit grünem Boden, ihr müsst jetzt den Boden theoretisch hier nicht einfärben. Ich mache das jetzt einfach mal, damit wir einmal ein wenig sehen, was hier abgeht.
Ihr könnt, wenn ihr beide Maustasten gleichzeitig drückt, Blöcke austauschen in Minecraft. Für die, die es noch nicht wissen, man kann dann sogar einen Block in der Luft austauschen, wenn man das macht. Also ziemlich coole Sache. Ah, was Minecraft alles möglich macht. Okay, also ihr müsst beide Maustasten gleichzeitig drücken. Natürlich gilt das nicht im Survival, das gilt für den Kreativmodus. Okay, aber ihr könnt diese Schaltung komplett auch im Survival bauen und ich selbst habe sie schon im Survival gebaut, deshalb alles gut. Hier hinten gehen wir bitte einen Block länger. Das sollten genau 15 Blöcke Redstone sein. Also 15 Redstone Wire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passt perfekt. Und genau, hier seht ihr schon wieder, wir müssten theoretisch Verstärker dazwischen einbauen. Allerdings würden Verstärker diese Schaltung kaputt machen. Deshalb können wir maximal 8-stellig den PIN-Code machen. Aber wie gesagt, ihr seht, wir könnten jetzt theoretisch weitere Redstone-Leitungen hier einbauen. Ihr könnt das Ding beliebig erweitern. Seht ihr das? Können immer mehr Redstone-Leitungen einbauen in diese Richtung und das würde funktionieren. Das heißt, ihr könnt so viele Knöpfe nehmen, wie ihr wollt, nur ist halt limitiert auf die Menge des Codes. Dann packt ihr als nächstes hier eine grüne Leitung darüber und wichtig ist es jetzt, dass ihr hier bei der grünen Leitung gleich etwas beachtet, die hier oben drauf packt. Ich mache es jetzt mal ganz kurz eben. Also sie geht jetzt hier quasi so quer darüber. Das ist später unsere Speicherzelle. Das heißt, hier können wir mit einem super, super einfachen Trick, und das ist das Schöne bei dieser Schaltung, sie ist so leicht zu bedienen. Und wenn ihr den PIN-Code ändern möchtet, es ist einfach, Leute. Bei vielen PIN-Code-Schlössern ist das ultra kompliziert, den PIN-Code zu ändern. Da muss man wie Repeater, Fackeln, Sinks austauschen. Hier ist es ein Kinderspiel, den PIN-Code zu ändern. So, ihr habt jetzt hier eine Leitung. Auch dort packt ihr bitte Redstone drauf. Und ihr seht, der Redstone muss an sein. Wenn diese Leitung, die ihr jetzt hier oben zieht, irgendwann ausgeht, müsst ihr an dieser Stelle einen Verstärker packen oder hinpacken. Und das würde in diesem Fall glücklicherweise nicht die Schaltung zerstören. Also, ja, ziemlich safe würde das nicht die Schaltung zerstören. Wenn ihr natürlich irgendwie 10.000 Knöpfe macht, ja, und hier tausende von Verstärkern dazwischen habt, dann klar geht's kaputt. Also angenommen, ihr hättet jetzt wirklich 10 Knöpfe und ihr wolltet wirklich ein 10-stelliges Ding haben, dann würde das natürlich nicht ausreichen. Wir hätten jetzt hier 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also sagen wir, das wären jetzt 10 Knöpfe, die ihr vor der Tür habt, dann seht ihr, geht der Redstone nach einer Zeit aus. Wenn ihr einen Verstärker hier oben hinpackt, sieht zu, dass der Verstärker zwischen zwei Einheiten ist, ja. Wenn das nicht passt, dann müsst ihr eventuell ein bisschen weiter zurückgehen, sodass der Verstärker genau zwischen zwei von diesen Einheiten ist. Okay, so wie dazu. Aber wie gesagt, heute gibt es das System erstmal nur mit 5 Knöpfen. Aber das ist quasi die Erweiterung. Jetzt können wir den Code programmieren, obwohl, das machen wir gleich. Als erstes bauen wir die Schaltung fertig. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist, hier Fackeln dran zu setzen und die hellblauen Dinger. Schnappt euch Kolben, setzt die Kolben so hier hin. Dann packt ihr vor die Kolben ein Material, reißt dieses Material wieder ab. Und grabt euch erstmal hier einen kleinen Schacht. Nachdem ihr den Schacht gegraben habt, grabt ihr nochmal hier einen kleinen Schacht. Und ihr setzt jetzt hier solche Schlangen drauf. Und bevor ihr das macht, ich bin natürlich raffiniert, Leute, ihr seht, ich bin ein intelligenter Mensch, ich vergesse viele Dinge, solltet ihr erstmal in diesen Schacht hier unten eine Redstone-Leitung reinpacken. Auch hier eine Redstone-Leitung reintun. So, und jetzt aber, finally, können wir unsere drei Blöcke hier draufsetzen. Dann reißen wir den mittleren ab und packen dort einen Redstone-Verstärker hin. So, und auch davor müssen wir noch einen Redstone-Verstärker packen. Und das verbindet ihr dann später mit euren Knöpfen. Das heißt, hier sind eure Eingaben vom Knopf aus. Wobei, wohlgemerkt, jetzt in diesem Fall müsst ihr Steinknöpfe verwenden. Ihr dürft keine Holzknöpfe verwenden. Wenn ihr irgendwelche anderen Knöpfe verwendet, dann müsst ihr das Signal standardisieren. Ich zeige euch, was das bedeutet. Schaut mal, wenn ich einen Holzknopf drücke, dann hält der Holzknopf länger. Und das könnte unter Umständen hier Schwierigkeit machen. Ihr seht, wenn ich jetzt die beiden Knöpfe versuche, möglichst gleichzeitig zu drücken. Ich glaube, man merkt es. Ne? Selbst wenn ich sie nacheinander drücke, der Holzknopf hält länger. Seht ihr? Tack. Tag. Der Holzknopf ist länger. Wie könnt ihr das standardisieren? Ganz einfach. Ihr baut hier eine kleine Schaltung davor. Angenommen, ihr habt jetzt Holzknöpfe. Da müsstet ihr ein bisschen mehr Platz lassen, bevor ihr die Schaltung baut. Und ihr baut jetzt Folgendes ein, und zwar einmal einen Dropper. Ihr müsst jetzt zwei Blöcke wegmachen. Dropper, 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 Dropper. Trichter an den Dropper, Trichter dran, Trichter dran, Trichter dran, Trichter dran. Item reinwerfen, Item reinwerfen, Item reinwerfen, Item reinwerfen, Item reinwerfen, Item treffen reinwerfen. Die ganze Technik versiegeln, dass quasi kein Item mehr von oben reinwerfen kann. Und einmal ein Redstone-Komparator hier dran machen. Quasi fast passiert ist Folgendes. Immer wenn der Dropper aktiviert wird, gibt es ein kurzes Redstone-Signal. Ihr seht, das Item wird einmal nach vorne geworfen. Es gibt ein kurzes Redstone-Signal. Eigentlich, Leute, kann ich euch empfehlen, das Ding immer zu verwenden. So, und wenn ihr jetzt den Knopf hier reinlaufen lasst, dann müsst ihr beachten, dass ihr nicht das hier macht. Das hier ist falsch. Nicht
den Strom direkt an den Dropper dran machen, sondern immer per Block in den Dropper. Also entweder über den oberen Block, der Strom geht hier rein, geht in diesen oberen Block und der ist verbunden mit dem Dropper, oder in den unteren Block. Das heißt quasi, hier geht der Strom durch diesen Block in den Dropper rein. Okay? Wenn ihr das gemacht habt, ist alles gut. So, wir tun mal so, als ob ich das gebaut habe. Ihr seht schon, theoretisch wird es auch klappen, wenn ihr nur Steinknöpfe nehmt, aber ganz ehrlich, wenn ihr das hier macht, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. So, dann bauen wir mal Folgendes. Wir machen jetzt hier Redstone hin. Und jetzt bauen wir mal unsere Knöpfe. Lass mal das hier machen. Zack, 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 zack. So, und zu guter Letzt Knöpfe bauen. Tick, 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 tick. Wunderbar. Wir können die Knöpfe drücken und ihr seht, jedes Mal, wenn ich nur den Knopf drücke, gibt es ein Signal, was hier kurz einmal reingeht. Es blinkt einmal. Es müssten genauso blinken auch beide Redstone-Kreise da. Beide blinken. So, und das ist schon der ganze Trick. Ihr seht, beide blinken. Jetzt müssen wir hier noch eine weitere Schaltung einbauen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Schaltung. Das ist die Steuerschaltung. Die baue ich mal mit Magenta-Wolle. Die funktioniert wie folgt. Wir machen einen Redstone-Komparator, machen einen Block, machen einen Redstone-Komparator, der in diesen Block geht. Gehen wir ein bisschen zur Seite, drehen uns einmal um 180 Grad, machen hier einen Redstone-Komparator, machen hier einen Block, Strom, Strom und das Ganze dann so. Dann sieht unsere Schaltung erstmal so aus. Als nächstes gehen wir hier ein bisschen zur Seite, bauen einmal ganz kurz, ja, diesen Knick, der sollte... Den Knick machen wir so rum. Okay. Den machen wir so. Ihr baut das dann so an, dass es so aussieht. Wir setzen hier einen Redstone-Komparator hin. Wir setzen hier einen Redstone-Komparator hin. Also wir haben jetzt ganz schön viele Komparatoren hier stehen, hat aber seine Richtigkeit. Einen Trichter nehmen wir. Dort nehmen wir irgendein Material, was 64 mal stackbar ist. Legen es komplett rein und nehmen die Hälfte hinten raus, dass hier hinten 32 sind. Das ist super wichtig. Achtet drauf. 64, 64, 64, 64, 32. Dann versiegeln wir den Komparator, dass nichts weiteres mehr reinfallen machen kann. Wir machen hier einen Rechtsklick, wir machen hier einen Rechtsklick drauf und schon haben wir es geschafft. Als nächstes gehen wir hier zur Seite, bauen hier einen Verstärker hin, den packen den, um Himmels Willen hier, auf Stufe 2, setzen hier einen Block hin, setzen das hier weg, machen hier, gehen hier zur Seite, nehmen uns einen Kolben, setzen den Kolben hier hin, nehmen hier einen Observer und zu guter Letzt packen wir hier einen Block hin. So. Und damit haben wir es geschafft. Meine Damen und Herren, vergessen Sie bitte nicht, wenn jetzt hier natürlich mehrere Knöpfe sind, ja, dann dürft ihr auch aufpassen, dass diese Redstone-Ladung hier runter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, ihr müsst auch hier immer wieder dran denken, dazwischen einen Verstärker zu setzen, wenn ihr mehrere Knöpfe habt. Ich hoffe, dass das, wie man so schön sagt, trivial ist, also selbsterklärend ist. Ne? Aber trotzdem möchte ich nochmal darauf hingewiesen haben. Okay, ihr habt es geschafft. Dann ist das System jetzt größtenteils einsetzbar. Letzten Endes fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Und zwar müsst ihr jetzt ein Signal von diesem Punkt hier oben reinbringen, das Redstone da. Ihr könnt das Ganze einfach mal unterkellern. Das heißt, ihr passt auf beim Unterkellern, dass ihr hier nichts kaputt macht. Und wichtig, vergesst nicht, hier ist ein Block. Der Strom muss durch den Block in den Kolben laufen. So, ihr unterkellert das Ganze jetzt einfach mal und lasst das Signal hier unter dieser Schaltung entlang führen. Ich mache das mal. 1, 2, 3, 4. Auf der anderen Seite kommt es aus. 5. Da ist unser Signal. So, und wir können das Signal jetzt einfach, oder wir können das auch hier runterleiten. Gehen wir hier so ein bisschen zur Seite. Und jetzt wird es interessant, Leute. Denn hier machen wir einmal einen vollen Verstärker Verzögerung und einmal einen zweifachen Verstärker Verzögerung. Gut. Was haben wir gebaut? Wir haben hier einen Zählmechanismus gebaut. Das hier ist die sogenannte Reset-Leitung. Das heißt, wenn ich eine Reset-Leitung drücke, sehen wir, geht das Ding an. Und ihr seht, dass jetzt gerade die erste Fackel aus ist. Alle anderen Fackeln sind an. Also, die Reset-Leitung resettet diesen Zähler immer wieder. Und was wir hier haben, quasi, ist das Plus-1-Signal. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Verstärker angeht, wird Plus-1 gerechnet. Können wir mal ganz kurz hier einen Knopf hinbauen, um das zu überprüfen. Wir drücken auf den Knopf und ihr seht, jetzt ist die zweite Fackel ausgegangen. Und wenn ich wieder auf den Knopf drücke, dann geht die dritte Fackel an. Und wenn ich wieder auf den Knopf drücke, dann geht die vierte Fackel an und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn ich Reset drücke, geht das ganze Ding wieder zurück in die Ursprungsgestalt. Und zwar ganz, ganz schnell, wie ihr gesehen habt. Gut. Ihr seht nun, dass unser Signal, was jetzt hier kommt, auf beide Leitungen geht. Es geht als erstes auf die Plus-1-Leitung und anschließend auf die Reset-Leitung. Was total sinnig ist, denn unsere Maschine wird Folgendes machen. Sie wird Plus-1 zählen und sofort wieder zurückspringen. Habt ihr das gesehen? Sie zählt Plus-1 und springt sofort wieder zurück. Und jetzt könnt ihr den PIN-Code einprogrammieren. Und zwar alles, was ihr machen müsst, wenn das unsere Leitungen sind, 1, 2, 3, 4, 5, dann macht ihr Folgendes. Unser PIN-Code sei 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2,
1. Das heißt, überall, wo quasi euer PIN-Code ist, setzt ihr eine Fackel hin. Unser PIN-Code ist 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist jetzt der achtstellige PIN-Code. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Ihr seht, dass jetzt dort, wo die 1 ist, die Reset-Leitung unterbrochen ist. Das heißt, wenn ich nun auf den Knopf drücke, dann zählt das Ding plus 1, ohne zu resetten. Jetzt ist die Reset-Leitung bei der 2 unterbrochen. Das heißt, wenn ich nun die 2 drücke, wird weitergezählt, ohne dass resettet wird. Wenn ich jetzt allerdings einen falschen Digit drücke, wo die Reset-Leitung nicht unterbrochen ist, dann resettet sich die Apparatur und der PIN-Code startet wieder von vorne. Jetzt müssen wir wieder mit der 1 beginnen. Also, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. So, und damit habt ihr es geschafft. Damit ist quasi euer Schloss geöffnet. Wenn ihr einen achtstelligen Code habt, habt ihr jetzt hier den Output, indem ihr hier eine Fackel anbaut. Die Fackel müsst ihr quasi hier anbauen. Beziehungsweise, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ihr jetzt ablesen könnt, wann denn bitteschön nun unser PIN-Code richtig ist. Und zwar können wir das hier machen, an dieser Stelle. Wenn diese Fackel an ist, wurden alle 8 Ziffern richtig eingegeben. Wenn diese Fackel an ist, wurden 7 Ziffern richtig eingegeben. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angenommen, ihr habt einen vierstelligen PIN-Code, ja, dann lasst ihr es sein, dann macht ihr quasi hier gar nichts mehr auf dieser Reihe, das heißt, ihr solltet vielleicht auch dann die Fackeln hier wegpacken, so, zack, 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 und ihr setzt quasi hier eine Fackel, das heißt, ihr könnt ja zählen, 1, 2, 3, 4, das heißt, das ist eure Output-Fackel für erfolgreich, das heißt, wenn dieser Strom an ist, wurde der PIN-Code richtig eingegeben. Wir drücken mal ganz kurz auf den Knopf. Ihr könnt theoretisch auch noch hier einen Reset-Knopf einführen, diesen Reset-Knopf müsst ihr lediglich mit der Reset-Leitung verbinden, also Pulle, 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 ganz einfach. So, ihr seht, wenn ihr jetzt einen vierstelligen PIN-Code habt, 1, 2, 3, 5, dann braucht ihr nur diese Reihen. Theoretisch bräuchtet ihr das hier alles gar nicht zu bauen. Ihr könntet jetzt die gesamten Kolben und alles hier abreißen, theoretisch, und für eine andere Redstone-Schaltung verwenden. Ihr müsst jetzt quasi bei der Reihe, immer bei der letzten Reihe, wo eure letzte Eingabe ist, ihr seht, hier ist Eingabe 1, 2, 3 und hier ist Eingabe 4, bei der letzten Reihe müsst ihr quasi hier ein Redstone-Signal nehmen. Und was jetzt noch wichtig ist, ist, dass ihr hier eine Technik anbaut, und zwar per Verstärker führt ihr ein Signal hier raus. Ja, also, das ist jetzt für den Fall, dass mein PIN-Code vierstellig ist. Damit ihr es versteht, machen wir den PIN-Code mal fünfstellig. Das heißt, wir erweitern den PIN-Code nun um eine Zahl, damit der PIN-Code 1, 2, 3, 5, 4 ist. So, dann geht ihr hier hin und macht hier einen Verstärker hin. Super einfache Schaltung, die ihr jetzt baut, und zwar das hier. Und zu guter Letzt einmal hier. Und so. Und fertig. Das ist eure Redstone-Ausgangssignal. Das ist wichtig, dass wir diese Schaltung da haben. Das verhindert Fehler. Das ist eure Ausgangsschaltung. Und die hier kann nun eure Tür öffnen. Das heißt, dieses Signal müsst ihr jetzt irgendwie zu unserer Tür leiten. Ich mach's mal andersherum. Ich leite mal die Tür zum Signal. Ho, 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 ho. Also, hier haben wir unsere Tür. Keine Ahnung. Wir machen es mal von oben einfach. Es ist ja nur zum Test, Leute. Ihr sollt ja verstehen, wie die Schaltung funktioniert. Was ihr damit am Ende macht, ist euch überlassen. So, und jetzt geben wir den PIN-Code mal ein. Also, 1, 2, 3, 5, 4. Wir warten einen Moment und die Tür öffnet sich. Zack, wunderbar. Ihr könnt jetzt durch die Tür durchgehen und alles, was ihr machen müsst, ist später auf den Reset-Knopf zu drücken und die Schaltung setzt sich wieder zurück. Das war jetzt ein Beispiel für einen fünfstelligen Code. Ihr könnt aber auch schwupp, schwupp, das gleiche bauen für einen vierstelligen Code. Jetzt reichen nur vier Stellen aus. Das heißt, ihr könnt das hier wieder wegmachen. Ihr macht am besten hier das weg. So, damit ist euer Code vierstellig. Theoretisch könnt ihr das Ding stehen lassen und euren Code x-beliebig erweitern. Jetzt ist der Code nur noch vierstellig. Und ihr könnt den Code auch ändern, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, dass der Code sein soll. So, zack, wir können den Code mal ändern, meinetwegen. So, hier ist der Code, sei jetzt mal 2, 2, 3, 1. Das ist jetzt der Code. 2, 2, 3, 1. So, und los geht's. Ich gebe 1, 2, 2, 3, 2 ist falsch eingegeben und wir können wieder von vorne beginnen. Also, zack, ist falsch und nochmal 2, 2, 3, oh, warte mal ganz kurz. Ah, ich sehe tatsächlich eine interessante Sache, meine Damen und Herren, das ist ja mal wirklich witzig. Meine Maschine ist offensichtlich so schnell, dass man keine zwei Eingaben hintereinander machen darf. Das heißt, wenn ihr 2, 2 haben möchte, wir müssen die Maschine verändern. Ihr seht, da ist etwas nicht richtig. Wenn wir diesen Verstärker hier etwas höher machen, dann sollte das funktionieren. Okay, ich glaube, das müsst ihr machen. Ihr müsst diesen Verstärker auf maximale Stufe stellen. Entschuldigung, die Maschine schaltet zu schnell. Also nochmal, 2 ist die erste Eingabe. Okay, ihr seht, die Maschine ist hier ein bisschen motzig. Und zwar ist sie deshalb motzig, weil hier zwei Eingaben auf einmal erfolgen. Seht ihr das? Das heißt quasi die 1 und die 2, die erfolgen auf einmal. Wie können wir das Problem lösen? Das hat nichts hiermit zu tun.
Das ist ein interessanter Fehler, den ich bis jetzt noch nicht bei dieser Maschine gefunden habe. Aber ich weiß, wie ihr den Fehler lösen könnt. Also solltet ihr zwei Eingaben auf einmal haben, dann müsst ihr hier einen Verstärker hinpacken. Das sollte das Problem lösen, dass die Maschine nicht mehr rummotzt. Gucken wir mal ganz kurz, wir resetten das System. So, das System sollte resettet sein. Und wir drücken auf die 2. Und wir drücken nochmal, ja, jetzt ist das Problem gelöst. Auf die 2, jetzt kommt die 3. Und wieder die 1. Und die 1. Und die Tür öffnet sich. Perfekt. Okay, also, gut zu wissen, Leute. Ihr seht schon, wenn ihr zwei Eingaben auf einmal habt, dann müsst ihr hier einen Verstärker darunter stellen. Aber das betrifft nur diesen Sonderfall. Am besten vermeidet es, Leute. Es macht euch auch euren PIN-Code sicher, wenn ihr möglichst viel Varianz drin habt. Also immer verschiedene Sachen, wo sich Sachen nicht wiederholt. Also 2131 ist jetzt der Code. Probieren wir es mal aus. 2131. Wunderbar. So. Und das ist es schon, Leute. Das ist das PIN-Code-Schloss. Ziemlich langes Tutorial, aber ich hoffe, ihr solltet die Schaltung verstanden haben. Doch, ich erkläre euch nochmal ganz kurz, wie diese Schaltung funktioniert. Ein Großteil habt ihr schon verstanden. Vielleicht gibt es so ein paar Sachen, wo ihr noch so denkt, so zum Beispiel das Ding hier. Dieses Ding hier, da wundern sich jetzt bestimmt einige und sagen so, okay, ich verstehe überhaupt nicht, was das hier soll. Die Kurzfassung. Komparatoren geben, anders als Verstärker, den Strom so weiter, wie er reinkommt. Minecraft-Strom kann maximal 15 Blöcke lang fließen. Drücken wir F3, können wir das sehen. Wir sehen, der Strom, wenn wir uns das angucken, hat hier einen Power von 15. Da oben seht ihr das. Seht ihr die Maus da, der Stelle? Power 15. Power 14, Power 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und bei 0 ist der Strom aus. Das heißt, je weiter Strom läuft, desto weniger Power hat der Strom. Komparatoren geben das Signal, was hinten reingeht, quasi vorne wieder raus. Ein Verstärker macht es nicht. Verstärker geht hinten 14 rein. Und vorne kommt 15 raus. Beim Komparator geht 14 rein und vorne kommt 14 raus. Wenn ich also jetzt eine Schaltung baue, die so aussieht, wo wir zwei Komparatoren haben, die über diesen Block das, was an Stromstärke hier quasi hinten reingeht, über den Block an den nächsten Komparator geben, bleibt quasi ein Signal hier in diesen beiden Komparatoren gefangen. Weil eine Stromstärke bleibt in dem Komparatoren gefangen. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier Strom drauf setze, sehen wir, dass hier nun Power 11 ist. Und hier ist Power 11 und diese Power 11 bleibt quasi hier gefangen. Wenn ich jetzt mal hier Strom drauf gebe, ist die Power 15. 15, 15. Das heißt, dieses Ding kann sich jetzt quasi eine Power merken. Also, dieses Ding merkt sich eine Power. Machen wir hier, sehen, jetzt ist die Power bei 10 und das Ding bleibt jetzt bei Power 10. Wenn ich jetzt die Fackel ein bisschen weiter wandern lasse, dann ist die Power hier an dieser Stelle bei 12, ne? 15, 14, 13, 12 und das Ding merkt sich Power 12. So. Das ist die erste Funktion von Komparatoren. Und Komparatoren können subtrahieren, wenn wir Rechtsklick drauf machen. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Es ist, wie gesagt, nicht schwer, wenn ihr es einmal verstanden habt. Und zwar, die Stromstärke, die hinten reingeht, wird minus die Stromstärke gerechnet, die auf der Seite reingeht. Guckt euch das an. Hier geht gerade Stromstärke 12 rein und hier hinten ist 14. Also, es wird immer hinten minus Seite gerechnet. 14 minus 12, das könnt ihr rechnen, macht 2. Seht, 2 kommt auch vorne raus. Power ist bei 2. Wenn die Stromstärke, die auf der Seite größer ist oder gleich dem ist, was hinten reinläuft, also sagen wir mal, ne, jetzt ist die Stromstärke 15, kommt natürlich gar nichts raus. 0. Es geht ja nicht weniger. Auch jetzt kommt 0 raus, weil gerade wir 14 minus 14 rechnen. Und wenn wir so machen, haben wir 14 minus 13. Gar nicht mehr so schwer, ne? Und jetzt kommt 1 raus. Gut. So viel dazu. Wir haben einen Trichter. In dem Trichter sind so viele Items, 64, 64, 32. Trichter kann gewogen werden. Was für eine Stromstärke kommt aus diesem Trichter raus? Aus dem Trichter raus kommt die Stromstärke 13. 13 kommt da raus. Das ist sehr, sehr interessant. Warum kommt 13 raus? Weil wir eben gesagt, nicht alles voll haben. Es fehlt quasi so viel, dass die Stromstärke nicht bei 15 ist. 15 wäre die Stromstärke, wenn alles voll ist. Jetzt kommt 15. Wenn ein kleines bisschen was fehlt, dann ist die Stromstärke bei 14. Und wenn genau so viel fehlt, dass hier 32 sind auf der Seite, dann ist die Stromstärke 13. Wenn wir jetzt hier einen Komparator dran bauen, in den Subtrahieren-Modus packen und hier hinten volle Stromstärke reinlaufen lassen, 15 geht rein, minus 13 ergibt 2. Das heißt, hier hinten seht ihr Power 2. Aus dem Verstärker kommt 2 raus. Soweit verstanden? Ich hoffe doch. Was wir jetzt machen können, ist eben genau dieser Trick, dass wir quasi hier subtrahieren und hier subtrahieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten auf diesen Verstärker ein kurzes Stromsignal gebe, dann geht dieses kurze Stromsignal hier durch, wird hier auf Stufe 2 gemacht und es wandert nun ein Stufe 2 Signal in diesen Komparator, der auf Subtrahieren gestellt wird. Das heißt,
unsere Stromstärke, die hier gespeichert ist in dem Ding. Jetzt gerade ist 15 gespeichert. Seht ihr das hier oben? 15 ist gespeichert. 15 wird jedes Mal, wenn es ein kurzes Blinksignal hier gibt, minus 2 gerechnet. Hier wird aus dem 15er-Signal ein 2er-Signal gemacht und hier an dieser Stelle, bei diesem Komparator, wird das Signal, was hier drin ist, quasi minus gerechnet. Beziehungsweise jetzt müssen wir aufpassen, Leute, dass genau das nicht passiert, was gerade hier passiert ist. Wir müssen die Technik so herumbauen, dass sich die nicht gegenseitig irgendwie kreuzen. Weil das Redstone ist gerade von hier aus da reingelaufen. So, jetzt passt es. Damit das funktioniert, muss nämlich immer ein Verstärker oder Redstone in einen Komparator reinlaufen, nicht durch einen Block. So, gucken wir mal aus. Also jedes Mal, wenn ich jetzt hier Strom draufsetze, wird hier minus 2 gerechnet. Achtet drauf, 15. Ich mache kurz Strom, piep, piep. Und wir sehen 13. Piep, piep. Und wir sehen 11. Also jedes Mal wird minus 2 gerechnet. Um ein kurzes Signal zu erzielen, haben wir hier einen Observer, der macht quasi immer ein kurzes Signal und wir müssen das Signal ein bisschen verlängern auf Stufe 2. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dort einen Strom mache, wird hier gerechnet. 9, 7 und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird immer weniger Strom. Der Strom, der immer weniger wird, den geben wir ja aus und der geht ja quasi dann in eine Leitung rein. Das heißt, wenn wir nun das Ding resetten, ihr Lieben, achtet mal auf die Lampen, die wir jetzt hier einbauen. Wir haben jetzt hier 15 Lampen, die an sind. Sollten 15 sein. Könnt ihr nachzählen? Sind definitiv 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jedes Mal, wenn jetzt quasi mit dieser Apparatur, die ich abgerissen habe, wie dämlich von mir, also nochmal, Observer, Dings, zack und Dings auf 2. Jedes Mal, wenn nun hier ein Stromsignal reinläuft, werden 2 Lampen abgeschaltet, weil wir jedes Mal minus 2 rechnen. 2 Lampen gehen aus. 2 Lampen gehen aus. Und das ist, hat seine Wichtigkeit, dass wir minus 2 rechnen. Wir könnten auch theoretisch minus 1 rechnen. Ne? Alles, was wir machen müssen, ist hier am Ende nur 1 rauszunehmen. Ihr seht, jetzt sind hier 63 drin, das heißt, hier kommt 14 raus. 15 minus 14 ergibt 1 und wir rechnen jedes Mal minus 1. Jetzt würde jedes Mal eine Lampe ausgehen, wenn wir drücken. Wir können auch zum Beispiel noch mehr wegnehmen. Jetzt kommt hier nochmal eine ganz andere Menge raus. Ich weiß gar nicht, was kommt hier gerade raus? Kann ich das mir angucken? Ich muss mal kurz gucken, was hier rauskommt. Jetzt kommt 12 raus. Das heißt, wir würden jetzt minus 3 rechnen, Leute. Okay? Das heißt, jetzt würde jedes Mal, wenn wir draufdrücken, 3 Lampen ausgehen. 3 Lampen. Also seht, das Ding kann richtig rechnen, ne? Magic. Aber wir wollen genau, dass jedes Mal 2 Lampen ausgehen. Deshalb so. Geht jedes Mal 2 Lampen aus. Und weil wir immer hier Verstärker haben, wie ihr seht, die immer mit einem Block Abstand sind, geht jedes Mal ein Verstärker aus, wenn wir drauf drücken. Ich drücke auf den Knopf, es geht ein Verstärker aus. Ich drücke auf den Knopf, es geht ein Verstärker aus. So, und letzten Endes ist die Schaltung, die wir hier gebaut haben, dieses Ding hier, nur die Schaltung. Ihr seht, der Strom geht hier durch einen Block. Und weil der Strom durch den Block geht, ist hier die maximale Stromstärke von dem, was rauskommt. Also gerade ist hier 7. Wenn wir jetzt auf den Redstone da drüber gucken, sehen wir, ist hier 6. Ihr seht also, wir haben einen Unterschied zwischen der unteren Leitung und der oberen Leitung. An dieser Stelle ist 6 und der ist 7. Weil der Strom hier erstmal einen Block zur Seite laufen muss, bis er oben angekommen ist, während er hier direkt durch den Block elektrifiziert wird. 7, 6. Also oben ist die Leitung immer schwächer als unten. Und weil die Leitung oben immer schwächer als unten ist, ist hier unten quasi immer der Verstärker an, während hier oben immer an dieser Stelle diese Kolben da sind, die das runterdrücken. Diese Schaltung, die wir quasi jetzt hier gebaut haben, sorgt am Ende dafür, dass wir immer nur an einer Stelle einen Verstärker anhaben. Ihr seht, hier sind quasi jetzt alle Verstärker an, bis auf die letzten, aber wir wollen, dass der Verstärker immer nur an einer Stelle an ist. Und das macht diese Schaltung hier oben. Das heißt, wenn wir wieder resetten, sehen wir, dass quasi alle Verstärker runtergedrückt sind. Und wenn wir nun plus 1 rechnen bei dieser Schaltung, das können wir mal ganz kurz machen, indem ich hier einmal kurz ein Knöpfchen mache, sehen wir, dass nun an der zweiten Stelle die ja Strom angeht. Denn hier oben ist weniger Strom, deshalb ist hier oben der Dings aus, damit der Kolben schaltet und dadurch kann der Strom durchlaufen. That's it. Die Schaltung sollte selbsterklärend sein, ne? Also quasi die Fackeln, die wir gesetzt haben, jedes Mal, es ist immer nur eine Redstone-Leitung hier oben aus. Eine Redstone-Leitung ist aus, dort geht die Fackel an. Wenn die Fackel angeht, geht hier, der geht durch diese Fackel, weil die ausgeschaltet wird, der zurück. Und auch das hier sollte klar sein. Das solltet ihr auch schon verstanden haben. Wir rechnen jedes Mal plus 1, beziehungsweise resetten, wenn wir einen falschen PIN-Code eingegeben haben. Und das, meine Damen und Herren, ist das allumfassende Tutorial zu einem PIN-Code-System in Minecraft. Konntet ihr etwas lernen? Hat euch dieses Video was geholfen? Lasst es mich gerne wissen. Ihr dürft das Video bewerten, wenn es euch gefallen hat. Ihr müsst es aber nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao. Leute.